Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme mit No Man's Sky und heute mal mit Facecam. Genau. Hiermit sind wir fertig. So, und dann haben wir alles für unser Modul, womit wir claimen können. Genau. Und das machen wir aber in der Nähe von unserem Schiff, würde ich sagen. Finde einen geeigneten Ort. Da ist nochmal eine Kupferansammlung. Ach, das war die Troll-Kupferansammlung. So. Was haben wir hier? Summener Beutel? Was ist denn ein summener Beutel? Summener Beutel. Keine Ahnung, was summende Beutel sind, aber es klingt irgendwie gut, oder? Es klingt irgendwie ganz gut. Kann man auch nicht scannen. Hier auch nicht, ne? Boah, die geben Natrium und gar nicht mal so wenig. Wo bin ich hier eigentlich? Ich will wieder raus. So. Das da nehmen wir noch mit. Die dürfen wir leider nicht scannen. So. Nehme ich überhaupt auf, ja. Ja, nehme ich.
überall noch summende Beutel. Eiweißperle. Oh, die geben aber viele Units. Ich guck mal hier. Auf jeden. Oh, die geben richtig viele Units. 0 von 10. Okay, aber wir wollen erst Basis bauen, ne? Wir wollen erst Basis bauen. Weil wenn nicht, würde ich da jetzt nochmal hinhotten, aber komm. Wir verlieren uns sonst in Details. Kann ich eigentlich mal das hier... Vergrabener Vorrat. Aber ich glaube, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal des Spiels. Sich in Details zu verlieren. In der Nacht sieht man die Natrium-Dings. Die natriumhaltigen Pflanzen so gut, ne? Das ist doch ein guter Ort zum Bauen hier. Was ist das hier eigentlich? Hey, hey, hey. Woi, woi, woi. Der Stern schwingt und erzeugt ein Geräusch. Der Stein. Nicht der Stern. Das meine Gedanken vereinnahmt, eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Eine kleine, fremdartige Lebensform kniet vor mir nieder. Sie wirkt müde, geschlagen. Ohne mir in die Augen zu blicken, reicht sie mir die Hand. Der Name Gek geistert mir als Echo der seltsamen Vision, die ich gerade hatte, durch den Kopf. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Du hast das Gek-Wort für Gek gelernt. Wir können nämlich Außerirdische besser verstehen. So.
Ich würde sagen, hier bauen wir. Sucht nach kartografischen Archiven. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf diesen Ort auf. Sonartest bestätigt. Ort ist für Bau geeignet. Ort in Anspruch nehmen? Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers. Eintrag Hashtag 4925D folgt. Stürme fegen über, aber nur noch wenig Baumaterial. Deponiere Unterschlupfpläne, während ich muss bald zurück. Pläne extrahieren. Ah, angerührte Baute, Bodenplatte, Flora-Behälter. Baue Basen. Als Schutz vor rauen Umgebungen. Erweitere deine Basis, indem du dir neue Konstruktionspläne verdienst. Kehre in deine Basis zurück, um dort Gegenstände zu lagern und zu bearbeiten. Basen bieten Schutz vor den rauen Bedingungen auf dem Planeten, indem sie deinen Gefahrenschutz wieder aufladen. Während deine Basis wächst, erhältst du Zugriff auf viele fortgeschrittene Ideen. Technologien. Ich gehe erstmal nochmal zu meinem Schiff und lade meinen Gefahrenschutz auf. Baue Fundamente aus Bauholzbodenplatten. Genau. So. Okay. Oh, ich mag so Türkis. Oh, Sturm. Wir sollen zum Basiscomputer zurück. Aber jetzt müssen wir erstmal warten wegen dem Sturm. Ja, was machen wir derweil? Puh. Ostern steht vor der Tür. Aber ich glaube, wenn das Video kommt... Nee, da müsste Ostern anfangen, glaube ich. Denke ich. Meine ich. Ich habe ja jetzt vor, jeden Tag eine Folge Minecraft und eine Folge No Man's Sky. Genau. Genau. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was soll ich sagen? Jetzt haben wir hier so einen radioaktiven Sturm. Das ist doof. Aber ich denke mal, irgendwann hat man so krasse Module für seinen Exo-Anzug und so, dass man auch damit klarkommt. So, ich werde mal ein bisschen Vanille-Liquid dampfen.
Das schmeckt gut. Jetzt sollen wir schon wieder den Basiscomputer anrufen. Also der Planet ist gar nicht mal so schön. Aber ich würde sagen, damit wir alles freischalten, bauen wir hier unsere erste Basis. Achso, wir können derweil ja, aber ich glaube, dann bleibt die Zeit stehen. Ich weiß es nicht. Wir können ja hier ein bisschen katalogisieren. Sehe ich denn, ob ich alle hab? Ah, der Strom hat aufgehört. Wo sehe ich denn, ob ich alle hab? 10 entdeckt, 6 von 8, 19 entdeckt. Die steht aber nicht von. Außenposten, wie wollen wir den nennen? Wie nennen wir unseren Außenposten? Basis Alpha. Ja, keine Ahnung. Mensch. Hauptglimps vom Gag. Sporadisch. Industrie aussichtslos. Ja. Flora üppig. Fauna häufig. Wächter. Hier gibt es keine Wächter. Ich glaube, das ist ganz gut für... Ne? Lizis Delta. Eskintia Alpha. So heißt der Planet. Den kann man ja ruhig umbenennen. So, ein bisschen Nanit bekommen. Da bekommen wir echt ein bisschen nur was, aber ist schon okay. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers, zusätzliche Archive wiederhergestellt. Eintrag Hashtag 4925E folgt. Konstruktion größtenteils erfolgreich. Geborgene Daten aus nahegelegenen Plänen aufgezeichnet. Scans weisen auf zusätzliche unterirdische Geräte hin. Beginnt Suche. Pläne extrahieren. Wie auch immer diese Protokolle aufgezeichnet hat, hatte offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich aus seinen Anstrengungen lernen. Was haben wir da? Konstruktion, Forschungsstation. Da können wir nämlich diese Daten, die wir finden können, samt magnetisiertes Ferrit- und Kohlenstoff-Nano-Bums-Rohr. Dieses überall einsetzbare Forschungsmodul lässt den Benutzer alte oder beschädigte... Technologie in fortgeschrittene Konstruktionsbaupläne umwandeln. Erweiterte Benutzung mit Konstruktionsbaupläne verdienst Birk vergrabene Technologie, um neue Baupläne zu erhalten. Versorge deine Basis mit Energie, um die fortgeschrittene Technologie freizuschalten. Verwende Teleporter, um während deinen Reisen sofort zu deiner Basis zurückzukehren. Okay, aber ich würde gerne noch die Wände hier bauen. Ich möchte, dass du die hier ranbaust, die Wand. Hallo? Nee, andersrum. Inbauen, drehen, verkleinern, Kamera.
kann ich das wieder abreißen? Ich will sie da abreißen. Ah. Ah, es geht ganz easy. Okay. Jetzt müssen wir ganz viel Kohlenstoff sammeln. So. Ne, wo war das? Y, ne? Hallo? Strahlungsschutz stabilisiert sich. Hallo? Ah, jetzt. Da war's grad. Farben. Ach nee, bearbeiten. Farben. Ah.
So. Cool. Erste Basis. Hier möchte ich denn meine tragbare Raffinerie, die bauen wir mal hier hin. Schwupps. Und wir wollen reines Ferrit magnetisieren. So. Cool. Und kann man schon irgendwie, was kann man noch bauen? Stehlampe mit Schirm. Flora-Behälter. Auch nur Deko. Was heißt nur? Das ist natürlich nachher sehr wichtig. Und Konstruktionsmenü. Ein Kohlenstoff-Nanorohr, das können wir ja schon mal machen, oder? Echt viel Kappes, ne? Verzehren. Das gibt Kohle hier. Mikroprozessor, wofür? Analysieren. Analysieren. Was kann man da noch bauen? Lebenserhaltungsgel. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Nee, keine Technologie. Im Raumschiff vielleicht. Multiwerkzeug. Ja, da haben wir auch noch. Haben wir jetzt genug? Okay, da müssen wir noch Ferrit. Wir müssen noch Ferrit reinwamsen hier. So. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Macht's gut!